Das große Thema lautet heute: Was ist unbezwingbarer Code? Schon die erste Frage. Genauso funktioniert das. Natürlich kommen sehr, sehr viele Fragen rein und Herr Schulz wird mich unterbrechen. Und teilweise, ich sehe die Nachrichten auch, kann natürlich nicht immer auf alles direkt eingehen. Aber wir versuchen natürlich jedem auch was zu bieten. Genau. Was ist unbezwingbarer Code? Da kommen wir gleich dazu. Das ist für mich knallharter, guter Code mit JavaScript, der allen Unwettern widerstehen kann. Ich nehme mir sehr viel vor. Schauen wir mal, ob wir es hinbekommen. Worum kann ich sagen, dass ich weiß, wie das geht? Weil ich schon sehr, sehr viele Projekte in JavaScript gemacht habe. Ich bin IT-Berater und habe einige große Projekte in Deutschland tatsächlich auch durchgezogen. Und ja, wenn man halt mit vielen Leuten in einem großen Team an Code arbeitet, dann trennt sich da schnell die Spreu vom Weizen. Ich sage auch nicht, oder die Spreu vom Weizen. Ich sage auch nicht, dass alles, was ich bis jetzt gemacht habe, perfekt war. Aber einige Sachen, die gut funktioniert haben, die möchte ich Ihnen heute mitteilen. Und deswegen sind wir da. Das Ganze ist unter dem Aspekt Require.js. Also das ist das Framework, was wir hauptsächlich heute einsetzen werden. Aber ich möchte auf jeden Fall darauf hinweisen, dass wir nicht nur Live-Coding machen, sondern dass ich für Sie auf jeden Fall noch eine Dokumentation vorbereitet habe. Also hier geht es ja knüppelhart gleich zur Sache mit Fakten, Fakten. Und zum Nachlesen gibt es definitiv erneut, wie immer, eine PDF mit allen notwendigen ausführlichen Informationen. Ebenso, falls wenn ich viel zu viel und schnell rede, ist das auch kein Problem. Schließlich gibt es da eine Videoaufzeichnung von. Und zu guter Letzt programmiere ich ja sehr viel mit Visual Studio und die Quelltext erhalten Sie natürlich nachher auch. Genau, Require.js ist das große Framework, das ich heute einsetze und die Prinzipien für modularen Code, die beziffere ich gerne mit drei Ws. Das erste W steht für Werkzeuge, denn ich sehe Softwareentwicklung nicht so als Kunst, von wegen, man sollte sich verkünsteln und nach Perfektion streben. Also viele Entwickler werden manchmal auch als Diven bezeichnen. Sowas mag ich eigentlich nicht. Ich sehe mich aber auch nicht so als Handwerker, der zum Beispiel ein Bad fließt und da natürlich der Arbeitsauftrag völlig klar ist, die Fliese soll an die Wand und es soll möglichst gerade geschehen. Ich glaube, Softwareentwicklung ist irgendwas dazwischen und zwar wie ein Bildhauer. Dort kann man natürlich einerseits sagen, der muss sein Handwerk verstehen, also deswegen der Software-Craftsman, der Handwerker beim Softwareentwickeln, aber gleichzeitig hat er auch sehr viel Gehirnschmalz reinzustecken. Aber bevor man überhaupt dies kann und sein Wissen anwenden kann, sollte man die Werkzeuge kennen. Darum werden wir heute kurz sprechen. Ich finde, das ist sehr notwendig, zu wissen, was man braucht, um mit geschärftem Werkzeug zu arbeiten. Dann ist es natürlich wichtig, und da trennt sich dann der gute vom schlechten Entwickler, man braucht auch einige Tipps, Tricks und hilfreiches Wissen. Und dort habe ich eine rein subjektive Auswahl von verschiedenen Patterns Ihnen zusammengestellt, die für mich sehr gut funktioniert haben und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie auch bei Ihnen im Projekt funktionieren werden. Und zum Schluss das große Thema Wiederholung. Wiederholung steht für mich für automatische Software-Tests, automatische Wiederholung vom Code, immer wieder verifizieren, dass das Produkt tatsächlich immer noch funktioniert. Auch das ist mein Anspruch und auch, dass man zum Beispiel iterativ vorgehen kann, um seinen Code zu verbessern. All das, der große Bereich Automatisierung, Software-Test, Unit-Test, das ist für mich das letzte W, das ist Wiederholung. Und das letzte W werden wir im zweiten Webinar genauer ansprechen. Heutzutage ist Unit-Testing definitiv wichtig und deswegen werden wir uns beim zweiten Teil besonders viel Zeit dafür nehmen können. Ich habe auch angekündigt, dass guter Code für mich performant sein soll, also Performance hat. Und da möchte ich diesmal im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich beim jQuery-Webinar so von Performance geredet habe und ein paar Fragen aufkamen, natürlich, was ist Performance, möchte ich das heute mal definieren. Also für mich heute im heutigen Kontext ist Performance Zeit. Und zwar einerseits Zeit, die etwas im Browser dauert. Ganz speziell geht es diesmal darum, die Zeit vom Betreten der Seite, Ansurfen der Seite, bis dass man tatsächlich interagieren kann, bis man was sieht. Diese Zeit, die sollte natürlich möglichst kurz sein. Und letztes Mal hatten wir zum Beispiel auch Performance betrachtet mit jQuery im letzten Webinar, das Sie sich übrigens auf YouTube anschauen können. Und dort ging es vor allen Dingen darum, Performance vom jQuery-Framework Interaktion mit dem DOM. Darum wird es heute nicht so sehr gehen, sondern tatsächlich eher die Ladezeit und auch der Traffic, der durch den Browser fließen muss, bis man was sieht. Das ist für mich erstmal Zeit, die etwas dauert, und dann Zeit, und das ist, finde ich, noch viel wichtiger,
Die Zeit, die etwas dauert, ein Feature zu verstehen, zu bugfixen oder zu ändern. Also in der Informatik, da bin ich mir sehr, sehr sicher, ist das große Problem nicht etwa die Hardware, die kann man theoretisch aufrüsten, wie man möchte. Das ist auch nicht die Lizenzen für Software, sondern der größte Kostenfaktor und der größte Hemmnis, das sehen wir selber, nämlich indem wir versuchen, den Code von unserem vorherigen Entwickler zu verstehen und zum Beispiel Features zu implementieren oder auch einfach nur den Fehler wegzubekommen. Und ich denke, wenn man diese Patterns anwendet, die ich Ihnen gleich zeigen werde, dann kann man sehr viel Performance hier rausholen. Also ich kann ja mal kurz gucken, ob das Chatfenster funktioniert. Stimmen Sie mir zu, dass hauptsächlich in einem bestehenden Projekt die Arbeit darin besteht, zu verstehen, was jemand vor Ihnen gemacht hat und oder Bugs zu fixen? Was sagen Sie dazu? Bugfixing und verstehen, was der andere macht, ist das nicht eigentlich das, was man hauptsächlich machen muss? Ja, 100% richtig. Genau das habe ich erwartet. Ich denke, Modularität ist etwas, das zwei Drittel der Zeit gefühlt, also jeder stimmt mir eigentlich zu, das freut mich sehr, dann sind wir genau an Bord. Ich möchte vor allen Dingen auch verbessern die Performance, die wir selber beim Entwickeln bringen und die Performance, die andere Leute haben werden, wenn sie mit unserem Code arbeiten. Das ist mein Anspruch, an dem sollten Sie mich messen und hui, da haben wir uns was vorgenommen. Die Werkzeuge, damit geht's los, das ist relativ schnell erzählt. Die zeige ich Ihnen einfach und die werde ich vor allen Dingen während des Entwickelns jetzt die ganze Zeit vor allen Dingen direkt live benutzen. Also ich benutze zum Beispiel die IDE Visual Studio und wenn Sie jetzt PHP-Entwickler sind oder Java-Entwickler, ist das auch kein Problem. All diese Tipps gehen natürlich mit jeder anderen IDE auch. Aber ich mag Visual Studio sehr doll, weil ich aus dem .NET-Umfeld komme und zum Beispiel den Resharper integriert habe. Jeder, der .NET entwickelt, wird ihn sicherlich schon mal gesehen haben. Das Schöne am Resharper ist zum Beispiel auch, dass er diese ganzen Refactoring-Tools, die man so vom C-Sharp-Bereich kennt, also zum Beispiel Ctrl-R, um etwas zu renehmen, die kann der Resharper auch. Ebenso gibt er hilfreiche Hinweise, wenn man irgendwas blöd schreibt, zum Beispiel hier gleich dieser Hinweis, dass man dieses Window-Objekt gar nicht benutzt. Solche Hinweise, die helfen mir beim Entwickeln und werden auch der Grund dafür sein, dass ich hoffentlich einigermaßen gut durch den Live-Coding-Part hindurchschiffen kann. Und weiterhin werden Sie wahrscheinlich JSHint und JSLint sehen. Immer wenn ich kompilieren möchte und irgendetwas total falsch schreibe, zum Beispiel ein Semikolon vergesse, dann meldet sich dieses Tool und weist mich darauf hin und lässt es erst gar nicht zu, dass ich die Applikation starte. JSHint und JSLint kann man sich als Visual Studio Extension downloaden. Das ist bei mir hier unter Add-ins, unter Tools, Extensions und Updates. Diese ganzen Tools sind allerdings frei, marktverfügbar und gibt es auch als Kommandozeilenversion. Ich bin jetzt einfach nur sehr, sehr faul und mag es gerne, das in Visual Studio zu integrieren, aber all diese Tools gibt es auch als Standalone. Was ich die ganze Zeit auch einsetzen werde, ist Chrome mit den DevTools, Taste F12, haben Sie sicherlich schon mal gesehen. Damit kann man debuggen. Ebenso, wenn Sie Firefox nutzen, dieselbe Taste, da öffnet sich dann der Firebug. Und was ich heute auch noch einsetze, das ist JSLO, damit ein bisschen zu beweisen, dass etwas performanter geworden ist. Das ist ein sehr interessantes Tool und auch das wurde verlinkt und die Folien gibt es natürlich nachher zum Download. Beim nächsten Mal gibt es weitere Tools. Das wird dann vor allen Dingen das Framework Jasmine sein, um Unit zu testen. Aber mit diesen Tools, die ich jetzt einfach mal einsetze, werde ich definitiv Berührung haben, weil beim Live-Coding natürlich nicht immer alles sofort funktioniert. Gibt es schon mal Fragen zu den Tools? Oder besser gesagt, genau. Na, keine Fragen. Einige sagen ja, die kennen sie sogar, das freut mich. Okay, damit hätten wir eigentlich schon mal die Tools abgefrühstückt. Ich habe das extra schnell gemacht, damit wir jetzt auf das Wissen eingehen können. Und zwar möchte ich Ihnen etwas zeigen. Und zwar globale Variablen. Da werden Sie sicherlich sagen, was zeigt er uns hier gerade, was soll das sein? Und zwar, dieses Skript macht eigentlich alles falsch. Könnten mir einige Teilnehmer vielleicht sagen, die schon ein bisschen mit JavaScript affin sind, was ich hier gerade alles falsch mache?
Und währenddessen kannst du ja auf die Fragen eingehen vom Uwe, und zwar alternative IDE. Und vom Udo, der sagt, du sagtest J-Slow. Ich nehme an, du meintest Y-Slow, oder? Schauen wir mal. Nee, das heißt Y-Slow. Y-Slow, wie spricht man das auf Englisch aus? G-Slow? Why? Y-Slow? Oh, verdammt. Hm. Genau, das Okay. meine ich doch, dieses Y-Slow. Alternative IDE. Also wenn zum Beispiel, das war eine Frage von einem der Teilnehmer, die alternative IDE zum Beispiel als PHP-Entwickler kann ich PHP Storm empfehlen. Das hat auch Integration von den JetBrains-Produkten. Bei Ruby und PHP und Java-Entwicklung, da bin ich also nicht so fit. Also ich weiß auf jeden Fall, dass mir PHP Storm sehr gefällt. Ansonsten kenne ich mich halt nur mit Visual Studio besonders gut aus. Deswegen heute Visual Studio, aber natürlich Notepad ⁇ würde es auch bringen. Dann müsste man halt die Kommandozeilen-Tools benutzen. Genau. Und auf deine Frage hin gibt es eine Antwort von Daniel Fu, liegt im globalen Scope. Perfekt. Und zwar, so wie es da auch steht, Foo, wenn ich dieses Schnipsel ausführe, verhindert eigentlich modularen Code komplett. Aber leider sieht man so etwas grundsätzlich sehr, sehr häufig. Foo hängt jetzt am globalen Objekt Window. Und man weiß jetzt über Foo eigentlich überhaupt nichts. Man weiß nicht, was Foo machen soll. Keine Beschreibung, das ist das eine. Aber Foo hat zum Beispiel keine privaten oder öffentlichen Methoden. Foo sagt uns auch nicht, was es wann tun wird und wen es dazu benötigt. Foo ist einfach komplett prozedural. Und wenn jetzt Foo zum Beispiel Abhängigkeiten hat, dann muss ich schreiben Foo, kleiner String rein. Naja, Sie kennen das ja, so wird häufig Software entwickelt. Und dann kommt dann irgendwann bar raus. Das ist sehr, sehr unschön und deswegen wird JavaScript na, leider recht häufig gescholten, nennen wir es mal so. Denn aus anderen Programmiersprachen kennt man ja zum Beispiel Namespaces und natürlich private und öffentliche Methoden. Und natürlich kann jeder Entwickler fordern, dass man auch Abhängigkeiten sieht. Das ist ja auch nicht zu viel verlangt, Abhängigkeiten. Also, was braucht Foo, um zu funktionieren? Und wenn wir prozedural schreiben, dann wird uns das alles genommen. Und deswegen schauen wir uns einfach mal einen Beispielquelltext an, den ich, den Sie sicherlich schon öfter gesehen haben, wenn Sie nicht das erste Mal bei den Webinaren dabei sind. Das ist nämlich mein Webnode-Projekt. Die Aufgabe dieses Projektes ist es, kleine Post-its anzuzeigen. Da kommen Sie. Und es funktioniert. Aber er ist meiner Meinung nach nicht schön. Und die erste Sache, die performt nicht richtig, das können wir schnell mal rausfinden. Drücken wir J-Slow und lassen mal einen kleinen Test durchlaufen. Und wir bekommen hier die Note D. Und diese Liste sollte jeder Entwickler wirklich beherzigen und auch im Projektalltag einsetzen, denn es gibt sehr, sehr viele hilfreiche Tipps. Den einen, den wir uns zum Beispiel jetzt mal anschauen können, ist Put JavaScript at Button. Aha. Das bedeutet also, die Skripte sind hier alle oben. Dann wird der Inhalt der Seite geladen und erst wenn alles fertig ist, geht dann wirklich was los und werden die kleinen Post-its gerendert. Das sehen wir hier. Die jQuery-Ready-Funktion, wenn dann endlich alle Skripte geladen wurden und wenn dann endlich der DOM fertig ist, also wenn auch noch dieses HTML geladen wurde, dann kann endlich begonnen werden, die kleinen Post-its zu zeigen. Auf meinem Rechner es läuft das natürlich alles sehr, sehr schnell ab, aber allein mal die aufgerufenen Webseiten sich anzuschauen, also oder besser gesagt die aufgerufenen Ressourcen, das ist schon nicht wenig. Und daran wollen wir was ändern. Wir haben die ganzen Bilder, damit muss man leben, das hat es halt so an sich, es sei denn mit Image Maps, aber das sind hier diese ganzen Dateien und die werden alle hinzuaddiert, alles wird addiert, bis man nachher hier unten endlich loslegen kann. Selbst bei dieser trivialen Webseite waren das schon 200 Millisekunden. Und diese Zeit wollen wir verringern. Und der erste Trick ist es, diese Zeit nur optisch zu verringern. Also wir laden dieselben Datei wie vorher, allerdings zeichnen wir schon mal ein bisschen Inhalt. Das bedeutet, der DOM kann schon mal aufbauen, wir können schon mal ein bisschen das Gerüst der Webseite zeigen. Die Leute sehen schon was. So wie auch bei Windows, wenn es bootet, man ja schon mal so einen kleinen Boot-Screen sieht und damit quasi die Leute, dass denen nicht langweilig wird. Also wenn ich mir eine Webseite anschaue, dann werde ich ja sowieso zum Anfang erstmal so die Überschrift scannen und dann zum Beispiel erst mich um den Inhalt kümmern. In der Zwischenzeit können wir alles nachträglich nachladen. Deswegen der erste Trick, den wir jetzt von JSLO gelernt haben, den wende ich mal gleich an, indem ich zum Beispiel in meiner Beispielapplikation die Skripte einfach nach unten verfrachte.
Das muss man natürlich gucken, ob das in dem aktuellen Fall auch für mich selbst funktioniert. Aber ich habe das ja selber programmiert, deswegen weiß ich, dass es höchstwahrscheinlich klappen wird. So, das ist so ein kleiner Tipp, den sollte man immer beherzigen. Da muss man noch gar nichts wirklich dran verändern, außer die Skripte nach unten zu verlagern. Wir kompilieren einmal neu und dann schauen wir uns mal an, was passiert. Wenn wir Glück haben, sieht man erneut Post-its, dann hat alles geklappt. Genau. Und jetzt auf einmal sind die Skripte hier unten. Und wenn wir noch erneut mit JSLO die Webseite prüfen, werden wir feststellen, dass wir hoffentlich ein bisschen besser abschneiden. Sie sehen jetzt die Schulnote C. Immerhin würde sich das im laufenden Betrieb schon ziemlich gut bemerkbar machen. Um jetzt weitere Optimierungen zu machen, geht es aber nicht mehr so leicht, einfach die Skripte in den Button zu tun, sondern da müssen wir tatsächlich ein bisschen den Code aufräumen. Schauen wir uns mal das Wurzel des Übels an. Und zwar, das ist ja hier die Layout-Seite, die ist nicht so schlimm, aber hier geschieht das Schlimme. Wir haben hier einen Script-Tag, der kommt nachher auf den Footer der Seite und dieses Code-Schnipsel, das ist das, was man häufig sieht und was nicht glücklich macht, das ist Inline-JavaScript, einfach so mitten im HTML drinne. So, wir sehen jetzt überhaupt nichts. Wir sehen zum Beispiel nicht, welche Abhängigkeiten dieses Skript hat. Wir können ja eigentlich nur raten. Das Schlimme an der Sache ist zum Beispiel auch, dass wir ja noch nicht mal wissen, welche dieser Dateien, die wir hier geladen haben, tatsächlich notwendig sind. Das wissen wir einfach nicht. Irgendwelche Skripte hier werden benötigt, eventuell auch einige nicht. Wir laden sie einfach alle erstmal rein und dann führen wir etwas aus. Das Dollar wird wahrscheinlich jQuery sein. Aber selbst da können wir uns nicht wirklich sicher sein. Es könnte ja an ChatKicks einfach jemand auch Dollar neu vergeben haben. Auf das jQuery möchte ich jetzt nicht so sehr eingehen, aber ich habe es natürlich nicht verändert. Das ist jQuery. Und das Erste, was uns auffällt, wir haben globale Variablen erzeugt. Einfach so, mitten im Gültigkeitsbereich des globalen Scopes. Und das kann ich ganz einfach zeigen. Also eigentlich wollten wir ja nur Post-its rendern, aber wir haben einfach unwissentlich zum Beispiel in Window, das Ganze mal jetzt ausprobieren. Also wir können das jetzt wegmachen hier. Das ist eigentlich ganz gut, weil wir jetzt am Bottom der Webseite sind. Da müssen wir nicht mehr warten, dass alles gerendert wurde. Es ist ja bereits da. Wird immer noch funktionieren. Und wenn wir jetzt zum Beispiel window.model aufrufen, dann ist das etwas, was wir gar nicht geplant hatten, jemals überhaupt im globalen Gültigkeitsbereich zu lassen. Dieses Model, das ist jetzt intern für MVVM und für Knockout, aber für den heutigen Fall merken wir uns einfach, Knockout ist ein Framework, mit dem man Seiten rendern kann. Und Knockout braucht ein sogenanntes View Model. Das instanziere ich hier ganz normal. Dann gibt es einen Knockout-Befehl Apply Bindings. Und dann anscheinend wird hier noch mit jQuery irgendwas refreshed. So. Und dieses Model war niemals dazu gedacht, tatsächlich im globalen Gültigkeitsbereich zu landen. Das brauchen wir gar nicht. Das schmeißen wir nachher weg. Das Problem ist jetzt allerdings, der Browser, der weiß das nicht. Und der sieht natürlich jetzt nur, dass da irgendwas noch am Window klebt und kann zum Beispiel nicht den Garbage Collector schnappen und das Ganze recyceln. Das bleibt jetzt so lange, wie die Webseite da ist, auch im Arbeitsspeicher vorhanden und das geht natürlich gar nicht. Für eine kleine Variable geht das Ganze, aber wenn die Applikation zum Beispiel in Richtung Single Page geht, dann gehen wir richtig in die Performance-Krücke hinein. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich nur die Dinge in den globalen Gültigkeitsbereich bekommen, die wir auch geplant haben, dort zu lassen. Das war zum Beispiel einfach nur ein absoluter Fehler. Und deswegen lassen Sie uns einmal anschauen, wie man von diesem hässlichen globalen Skript, das wir gerade benutzt haben, hinkommt zu diesem bekannten JavaScript-Schnipsel, das ich zumindest öfter schon auf Entwickler-T-Shirts gesehen habe. Haben Sie das schon mal gesehen? Werte Teilnehmer? Nicht auf dem Shirt. Nein, nein, nein. Okay, das ist gut. Dann erläutere ich das mal schnell. Ja, es gibt lustige T-Shirts. Daran erkennt man sofort, dass das ein JavaScript-Entwickler ist. Und zwar scheinen einem die Klammern ja sehr verwirrend vorzukommen und das möchte ich mal mit Ihnen zusammen auflösen. Wir wissen ja also, dass dieses Skript eigentlich nur einmal laufen soll und dann quasi weggeschmissen werden kann. Dann würde ich doch sagen, helfen wir dem JavaScript-Compiler ein bisschen nach. Packen wir das Ganze einfach mal in eine Funktion hinein.
Und weil diese Funktion sofort ausgeführt werden soll, können wir das tatsächlich mit runden Klammern so schreiben. Diese runden Klammern, die gruppieren das Ganze. Sonst würde das nicht funktionieren. Das ist eine kleine Eigenart an JavaScript. Und dann machen wir nochmal runde Klammern, um die Methode auszuführen. So, wenn ich das Ganze jetzt mal ausprobiere im Browser und F5 drücke, werden natürlich keine Post-its mehr kommen, weil dieses Skript natürlich jetzt, ne? Ach, da war ich doch zu schnell. Machen wir das mal komplett weg. Genau. So führe ich das im Browser aus. Dann sehen wir einfach nichts. Und jetzt dieses kleine Skript hier kann ich jederzeit ausführen und dann kommen die Post-its. Das bedeutet, wir haben schon mal festgestellt, dass wir tatsächlich keine globalen Gültigkeitsbereichsvariablen benötigen. Das ist gut. Das wäre so mein erster Tipp, wenn Sie Legacy-Code sich anschauen, einfach mal dieses Konstrukt erstmal rummachen und zu schauen, okay, gibt es denn tatsächlich die Notwendigkeit, globale Variablen zu haben? Denn Model, wenn man das so schreibt hier, wird nicht mehr im globalen Gültigkeitsbereich bleiben. Also wenn ich jetzt hier window.model schreibe, dann ist es nicht mehr da. Damit verschmutze ich den globalen Gültigkeitsbereich nicht und die Webseite wird insgesamt entschlackter. Wenn man sich nämlich anguckt, was hier so alles an Window hängt, das ist enorm. Und da wollen wir ja nicht noch mit schlechtem Beispiel vorangehen. Also unser eigener Code soll idealerweise nicht ein Property ans Window hängen. Dann sind wir richtig gut dabei. Aber bis dahin ist noch ein kleiner Weg. Denn jetzt haben wir zwar eine Methode geschaffen, die nicht mehr den globalen Gültigkeitsbereich verschmutzt, allerdings können wir mit der ja relativ wenig machen. Wir möchten doch zum Beispiel die Methode dann aufrufen, wenn wir das wollen und nicht einfach, dass sie sich sofort ausführt. Das ist kein Problem. Lassen Sie uns doch einfach eine weitere Methode hineinschreiben. Var-init nenne ich die mal zum Beispiel. Das ist die Initialisierungsmethode. Und die möchte ich jetzt ausführen, wann ich das möchte. So. Jetzt sehen wir, init wird grau, sie wird nie ausgeführt, ist ja völlig klar. Niemand ruft sie an. Machen das mal so mit der 5. Nichts kommt. Das ist gewollt. Und jetzt wird es interessant. Dadurch, dass sie niemand mehr aufrufen kann, ist sie automatisch quasi privat geworden. Diese Methode, da kommt jetzt keiner ran. Niemand kann von außen dran kommen und damit ist diese Methode aus objektorientierter Sicht eigentlich privat. Machen wir das vielleicht noch verständlicher, nennen wir das Ganze mal hier dieses Model. Machen wir das mal privat. .NET-Entwickler zum Beispiel schreiben das gerne mit einem Unterstrich. Das möchte ich jetzt auch mal machen. Dann können wir auch gleich das Refactoring-Tool uns mal anschauen. Unterstrich Model sei eine private Variable. An Model darf keiner rankommen, das ist was wirklich Wichtiges, das soll man nicht von außen verändern können. Jetzt ist die große Frage, wie komme ich denn persönlich noch daran, wenn ich diese Init-Methode aufrufen möchte, also die soll jetzt mal öffentlich werden und Model soll privat werden. Also das, diesen Anspruch, den wir eigentlich an jede Programmiersprache haben. Und das geht ganz einfach. Lassen Sie uns einfach ein Objekt zurückgeben, das ich dann nenne Init, das ein Property hat, das Init heißt. So, das ist ganz einfach. Das könnte man auch so im Browser schreiben. Ich mache einfach etwas, was init ist und die Zahl 1 hat. Wenn ich das jetzt so ausführe, bekomme ich ein Objekt mit den entsprechenden Wert. Das kann ich so machen, so. Test 2. Dann bekomme ich ein Objekt mit zwei Properties zurück. Unexpected Token. Und das während eines Webinars. Init-Test. War x. Gleich. Da sehen wir, jetzt haben wir ein neues Objekt erzeugt mit einfach zwei Properties. Und genau dasselbe machen wir jetzt hier auch. Wir erzeugen einfach ein neues Objekt und verweisen auf unsere Init-Methode. Das ist also quasi ein Key. Und das ist ein Wert. Und das ist natürlich unsere eigene Methode. Das Ganze kann man sich mal in der Konsole anschauen. Wenn ich das jetzt ausführe, dann bekomme ich ein Objekt zurück mit dieser besagten Funktion. Und die kann ich wiederum ausführen. Also geben wir das Ganze mal in eine Variable hier rein. Oder machen wir es direkt. Wir können ja auch x gleich der Quelltext von eben. Dann können wir jetzt sagen x init.
und die Post-its kommen. So, damit haben wir eigentlich schon erneut eine Anforderung bedient. Wir können jetzt zwischen privaten und öffentlichen Methoden unterscheiden. Alles, was ich nicht auch herausgebe über diesen Return, das ist einfach privat, da kommt keiner ran. Und alles, was ich zurückgeben möchte, das tue ich in dieses Rückgabeobjekt rein. Und was ich Ihnen gerade gezeigt habe, ist das sogenannte Revealing-Modul-Pattern. Das habe ich Ihnen natürlich verlinkt, damit Sie das Ganze nachladen können. Und auch nachher gibt es noch einen Buchtipp, wo, das kann ich mal schnell zeigen, also das Buch JavaScript-Patterns, da ist das ganze Buch nur mit solchen Hinweisen gefüllt, wie man modularen Code schreiben kann. Und das bekannteste Pattern ist das sogenannte Revealing-Modul-Pattern. Das habe ich Ihnen gerade gezeigt. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was man definitiv sehr schnell ins Projekt einfügen kann. So, jetzt haben wir das geschafft, private und öffentliche Methoden einzuführen und den globalen Gültigkeitsbereich nicht zu versputzen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist das Ganze irgendwo zu speichern in eine eigene Variable. Das natürlich ist ein wenig lustig. Hier fülle ich natürlich das Property window.indexPage im globalen Gültigkeitsbereich. Also irgendeinen Tod muss man sterben. Also indexPage.init. So. Dann kann ich das Ganze nochmal ausprobieren, schauen, ob wieder Post-its erscheinen. Und diesmal von alleine. So, wenn Sie sagen, hoch, was habe ich denn da gerade gemacht? Warum hat er das gemacht? Wieso hat er erst eine selbstausführende Funktion rumgeschrieben? Und warum hat er jetzt dieses Revealing-Modul-Pattern angewendet? Das ist nämlich mein Ansatz, wie ich in Legacy-Projekte hineingehe. Ich möchte nicht sofort alles umschmeißen, sondern das geht in einfachen kleinen Schritten. Und den wichtigsten Schritt haben wir gerade gemacht. Wir haben Inline-Script in einen Modulen oder in einen modularen Code umgewandelt. Das Ganze ist jetzt ein Modul mit dem Namen IndexPage und dieses Modul kann ich jetzt aufrufen, wann ich es möchte und vor allen Dingen, es verschmutzt nicht den globalen Gültigkeitsbereich. Das wäre sozusagen der zweite Schritt. Der erste Schritt ist es, sichten den Code und mit selbstausführenden Funktionen zu arbeiten. Wenn diese Funktionen dann doch Abhängigkeiten zur Außenwelt haben, also aufgerufen werden, zum Beispiel diese Init-Methode, dann wären wir jetzt bei Schritt 2. Und das nenne ich mal die Pattern-Phase. In dieser Phase wenden wir verschiedene Patterns an und meine Empfehlung ist das Revealing-Modul-Pattern. So, das ist ja schon mal ganz gut. Damit haben wir einiges geschaffen und der Code verhält sich immer noch wie vorher. Das ist auch das Wichtige beim Refactoren, dass der Code sich halt nicht funktional ändert, während wir in einer Refactoring-Phase sind. Mir geht es ja nicht darum, alles wegzuschmeißen. Die Webseite hat ja vorher schon funktioniert. Sie war einfach nur nicht so richtig abgegrenzt. So. Was wir jetzt aber noch vergessen haben, sind die Abhängigkeiten. Und da wird es jetzt interessant. Ich hatte nämlich eigentlich gesagt, dass wir beim Revealing-Modul-Pattern nämlich noch eine weitere Möglichkeit haben. Und zwar können wir auch Abhängigkeiten sichtbar machen. An die alten JavaScript-Hasen, sehen Sie denn in diesem Schnipsel Abhängigkeiten auf andere Frameworks? Knockout, Knockout. Ganz genau. Also eine Abhängigkeit wurde gefunden. Knockout und jQuery kommt rein. Perfekt. Genau. Und das ermöglicht sich jetzt auch. Wir können unserem nachfolgenden Entwickler offenkundig machen, was denn für Abhängigkeiten da sind. Also sowas hier zu schreiben, das Dollarchen, das ist ja, wissen wir alle, jQuery. Aber in Wirklichkeit ist das eigentlich ein window.dollar. Na, da ist die Dollar-Taste. Und eigentlich ist das eher window.jQuery. Das ist eigentlich so, würde ich mal sagen, die Nicht-AMD-Schreibweise von jQuery, wie es tatsächlich im Browser vorliegt. Und das sollten wir doch tatsächlich dem Entwickler, der nach uns kommt, tatsächlich zeigen. Hey, mein Code hat eine Abhängigkeit auf Knockout, mein Code hat eine Abhängigkeit auf jQuery. Und das geht ganz einfach. Wir stecken in diesen Funktionsaufruf, den wir ja völlig ignoriert haben, dass hier so kleine runde Klammern sind, schreiben wir doch einfach rein, window.jQuery und window.ko. Ja, probieren wir das Ganze nochmal aus. Nicht, dass ich jetzt Blödsinn rede und das woanders geschrieben wird, window.ko. Ja,
Da kommen wir auch draus. Und dann können wir natürlich hier oben, also dort wird der Wert hineingesteckt und dort kommt er heraus. Das Dollar, das wir bereits kennen, das haben wir nämlich hier versteckt gehabt. Und das K.O., das steht für Knockout. Das ist eine weitere Abhängigkeit, die wir jetzt sichtbar machen können. Wir können jetzt übrigens auch die Variable umbenennen. Wir könnten jetzt zum Beispiel langen Knockout hinschreiben. Das ist Geschmackssache. Und das wiederum erzeugt auch mehr Performance, denn der Browser, oder besser gesagt der JavaScript-Interpreter bzw. Compiler, muss jetzt nicht mit diesem sogenannten Scoping kämpfen. Normalerweise denkt er sich, ah, da will jemand auf Dollar zugreifen. Was ist denn das? Dann geht er halt einen Methodenaufruf höher, also ein Scope höher, guckt, gibt's hier einen Dollar? Nö. Und geht dann noch einen höher bis aufs Window und dann, ah, da ist diese Dollar, dieses Property endlich da. Und das kann natürlich Performance verschenken. Oder besser gesagt, es tut tatsächlich Performance verschenken. Das geht sogar so weit, dass einige Leute hinschreiben, undefined. Das ist ja eigentlich ein Schlüsselwort, aber gleichzeitig, oder besser gesagt, wird wie ein Schlüsselwort verwendet. Aber dadurch, dass diese Variable nicht definiert ist, geht es jetzt schneller, etwas undefined zuzuweisen. Weil da niemand mehr nachgucken muss, das ist ja schon oben bekannt. War x gleich undefined. Funktioniert ein kleines bisschen schneller, weil ich ja hier nichts hereingeschrieben habe, ist dann das da oben übrigens undefined. Das sind so kleine Tweaks, um es richtig fix zu machen, aber das so wichtig ist es heute nicht, das letzte Quäntchen herauszuholen. Wichtig ist jetzt einfach, wir haben offensichtlich klar gemacht, dass wir Abhängigkeiten auf jQuery und auf Knockout haben. Das Ganze wird natürlich immer noch funktionieren, da sind wir uns sicher. Aber wir haben eine weitere Phase erreicht. Wir haben das Revealing-Modul-Pattern angewendet und wir haben jetzt Abhängigkeiten sichtbar gemacht. Dieser Code, das sagen wir jetzt jedem, der ihn liest, ist abhängig von jQuery und von Knockout. So. Und ich würde empfehlen, wenn Sie so einen Code haben, dann sollten Sie sehr stolz auf sich sein. Idealerweise haben Sie vieles umgewandelt und refactored und idealerweise schaut dann Legacy-Code oder neuer Code erstmal so aus. Und irgendwann kommt der Moment, wo Sie sagen, okay, jetzt haben wir Modul-Pattern angewendet, jetzt haben wir auch Abhängigkeiten sichtbar, aber gibt es da noch mehr? Und da sage ich natürlich selbstverständlich. Was wir nämlich immer noch nicht so richtig haben, das ist die tatsächliche Pflege von Abhängigkeiten. Wir haben Abhängigkeiten auf jQuery, auf Knockout, auf verschiedene jQuery-Plugins, aber auch auf eigenen Code. Und jedes Schnipselcode hat immer unweigerlich Abhängigkeiten auf andere Schnipselcode. Und das sollte man doch von einem Framework klären lassen. Und das nennt sich Dependency Management. Also Dependency Management ist aus meiner Sicht, dass man Code lädt, aber in der richtigen Reihenfolge, zum richtigen Zeitpunkt und mit Geschwindigkeit. Und diese Anforderung, die erfüllt Require.js. Und das erkläre ich Ihnen jetzt. Require.js ist ein lustiges Framework, oder besser gesagt, lustig nicht, ein sehr ernstzunehmendes Framework, das ich jetzt mal nachträglich zum Projekt hinzufüge mit .NET-Entwickler werden es kennen. Und wer nicht, der geht auch einfach auf require.org. Habe ich jetzt jQuery gesagt? Ich glaube, meinte Require. Require.js, a JavaScript Module Loader. Den installieren wir uns einfach. Da wird nicht viel passieren, außer dass er eine Datei ins Projekt legt, die da Require.js heißt. Ich habe übrigens noch eine Reihe an Abhängigkeiten, deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen was Vorbereitetes benutzen, und zwar eine kleine Config-Datei. Wie diese Config-Datei funktioniert, das ist übrigens in der Dokumentation von mir nochmal intensiv beschrieben. Wir müssen uns einfach nur merken, man kann vieles konfigurieren und auch vor allen Dingen Dinge gerade biegen, die vorher nicht gerade waren. Dazu in meiner Dokumentation mehr. Also ich habe jetzt hier ein bisschen geschummelt und habe einfach require-config hinzugefügt, um ein paar Pfade zu klären. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich hätte gerne jQuery und die Datei eine Versionsnummer hat, dann würde require diese Datei nicht sofort finden. Dann müssen wir ein bisschen nachhelfen, zum Beispiel mit der Pfadangabe. Aber das ist alles nicht derart wichtig. Wichtig ist, dass require.js das sogenannte AMD-Format vorschlägt. Und das zeige ich Ihnen am besten direkt live. Und zwar, ärgerlich ist es ja immer noch, dass das weiterhin Inline-Skript ist und das sollten wir ändern. Fügen wir also jetzt zu diesem sogenannten App eine Datei hinzu. Das ist nämlich eine Konvention, dass der Name des Moduls und der Name der Datei idealerweise übereinstimmen. Das macht das Leben einfacher und nur im Zweifelsfall man diese Eintracht löst. Ich persönlich mache das eigentlich nie, aber natürlich kann man über die Pfadangabe alles möglich umnennen und umbiegen. Aber warum macht man sich das Leben schwer, wenn es auch einfach geht?
index.pitch. So heißt diese Datei, so wie das Modul. Jetzt nehmen wir einfach unser Modul und schieben es einfach mal herüber. War index.page. So. Diese Datei, die soll aber nicht geladen werden wie normalerweise, sondern wir benutzen jetzt das AMD-Format, das zwei Schlüsselwörter kennt. Die sind ganz leicht zu lernen. Define und require. Require ist ganz klar. Require ergibt auch den Namen dieses Frameworks. Und damit wäre eigentlich schon fast alles erklärt. Wir nehmen einfach das bestehende Modul und benutzen das Schlüsselwort define. Define. Und jetzt aber, jetzt wird es interessant, geben wir alle Abhängigkeiten explizit an. Also in diesem Fall zum Beispiel jQuery. Die Datei liegt hier. Da ist sie. Und jQuery verschreibe ich mich mehr so gerne. Und die nächste Abhängigkeit, die wir hatten, ist Knockout. Den Rest des Codes können wir so lassen, wie er war. Wir haben wieder diese Funktion, die das Revealing-Modul-Pattern implementiert. Und das hier brauchen wir nicht mehr schreiben. Das haben wir jetzt oben hingeschrieben. Define ein Modul mit dem Namen IndexPage. Das hat folgende Abhängigkeiten. Schön. Damit hätten wir unser erstes Modul geschrieben. Und das nächste, was wir jetzt nur noch machen müssen, ist, es auch zu verwenden. Gesagt, getan. Das Gegenstück zu Define lautet, wie gesagt, Require. Und ja, das geht genauso einfach, wie man sich das vorstellt. Ja, da kopiere ich mal ein bisschen Code. Das spart Zeit. Das ist nämlich das Codeschnipsel aus der Dokumentation von eben. Wir requiren ein Modul mit dem Namen App, das ist der Pfad, und IndexPage. Können dem noch einen neuen Namen geben, das liegt an Ihnen. Wir können es auch IndexPage nennen, wie Sie gerade Lust haben. Und dann rufen wir diese IndexPage init auf. So. Damit das Ganze jetzt funktioniert, müssten wir eigentlich nur noch dafür sorgen, dass Require.js tatsächlich auch geladen wird. Also klar, der Modulloader an sich muss natürlich auch geladen werden. Und zwar, wenn wir uns den alten Quelltext anschauen von eben, da. Dann sind ja diese ganzen Skripte hier einfach so ohne, oder besser gesagt, außer Rand und Band und liegen hier rum. Das wollen wir alles weghaben. Idealerweise haben wir genau nur noch zwei Aufrufe und die zeige ich Ihnen. Das ist nämlich, also das ist jetzt wieder ein bisschen ASP.NET typisch, aber das werden Sie in Ihrem Framework, das Sie normalerweise einsetzen, ganz ähnlich kennen. Ich lade jetzt nicht mehr alle Skripte aus dem Verzeichnis, sondern gebe sie tatsächlich einfach nur an. Und zwar möchte ich diese Require.js-Datei laden, die wir eben hinzugefügt haben zum Projekt. Und ich möchte diese kleine Config-Datei laden. Ich kompiliere mein Projekt neu. Oh, JSHint gibt mir ein paar Hinweise. Die sollte man natürlich auch befolgen. Schauen wir mal hin. Index Page View Model is not defined. Ach was! Und das ist tatsächlich richtig. Denn natürlich hatten wir noch mehr Abhängigkeiten. Wir haben natürlich auch Abhängigkeiten auf dieses blöde View Model. Das funktioniert nämlich jetzt nicht mehr. Wir müssen wirklich alle Abhängigkeiten sichtbar machen. Und die tatsächlichen Abhängigkeiten dieses Skripts, die keiner von uns gesehen hat, die füge ich jetzt mal tatsächlich ein. Also, wir haben hier eine Abhängigkeit auf ein Modul, das nennt sich IndexPageViewModel. Wir haben eine Abhängigkeit auf etwas, das nennt sich GlobalEvents. Das könnte ich auch wegmachen. Das brauchen wir jetzt nicht so sehr. Dann habe ich auf jeden Fall anscheinend noch eine Abhängigkeit auf ein paar Bindings für Knockout. Und tatsächlich, wir haben ja auch noch Abhängigkeiten auf jQuery-Plugins. Das hier, das war nicht jQuery-interner Code, das war unser Code, das Refresh-Page. Genau, Abhängigkeiten also geladen oder besagt definiert. Wer mag, kann das jetzt auch noch ein bisschen mit Enterzeichen dekorieren, damit es besser lesbar ist, vor allem für Sie bei diesem kleinen Monitor. So, und jetzt müssen wir natürlich hier dieses IndexPageViewModel auch noch benamen oder besagt, das muss ja eine Variable besitzen. Genau. So, schauen wir mal nach. Was haben wir noch an Fehler? Extra Komma. Ach, sowas passiert immer leicht. Das ist ja auch alles nicht so schlimm, aber JSHint bzw. JSLint haben uns gerade davor gerettet, dass sowas nicht im alten Internet Explorer funktioniert. Sie werden es nicht glauben, es gibt Browser aus dem Hause Microsoft, die bei diesem Komma hier komplett alles stehen und liegen lassen und sagen, ich moch nicht mehr weiter. Im Firefox und Chrome ist das kein Problem und da haben wir nicht lange für gebraucht. Weil wir ja JSHint benutzen. Übrigens, hier mag er diese Schreibweise nicht. Das ist okay. Das ist Geschmacksfrage. Mache ich mal diese Variable wieder so, wie sie vorher war. So. Probieren wir das Ganze mal aus. Also, wir haben jetzt den Require-Befehl, wir haben den Index-Befehl. Natürlich
muss ich jetzt auch dafür sorgen, dass alle anderen Module, die ich lade, auch im Modulformat vorliegen. Also ich habe jetzt gerade das Index Page View Model angefordert und das muss natürlich auch im AMD-Format vorliegen. Das habe ich jetzt mal einfach so vorbereitet für Sie. Zack. Und zack. Also das ist wieder ein ganz normales Modul, das allerdings mit Knockout funktioniert. Das wiederum haben wir ja in dem ersten Webinar zum Thema Knockout schon kennengelernt. Wenn Sie das noch nicht gesehen haben, ist das auch kein Problem. Das gibt es alles auf YouTube und tatsächlich kostenfrei. Von mir für Sie. Genau, probieren wir es aus. Ah, noch nicht ganz geklappt. Okay. Wir sehen anscheinend, aha, hier gab es ein paar Abhängigkeiten. Schauen wir uns das an. Dollar not defined. Ach nee, klar. Wir können nämlich jetzt nicht einfach mehr so rumschlusen und irgendwelche globalen Variablen benutzen. Jetzt müssen wir tatsächlich mal durch den Code gehen und alles ins AMD-Format bringen. Damit das diesmal natürlich nicht so lange dauert wie in einem echten Projekt, wo man vielleicht doch ein bisschen länger dran sitzt, habe ich das hier mal alles einfach auskommentiert. So, das ist zum Beispiel ein kleines jQuery-Plugin, das jetzt im AMD-Format definiert wird. Das hier ist ein weiteres Plugin, das ich im AMD-Format definiert habe. Ein weiteres Plugin. Und das letzte Plugin. So. Gerne. Das waren nämlich die ganzen Fehlermeldungen, ja. Thomas hatte vorhin noch gefragt, wird die Versionsnummer des Frameworks in irgendeiner Form berücksichtigt? Versionsnummern direkt so nicht, das kann man halt über den Pfad machen, ne? Also ich habe ja jetzt einfach nur jQuery angefordert und in Wirklichkeit lege ich mich explizit auf jQuery Version 2.0.3 fest. Das kann man über diese Config-Datei machen. Aber Okay. während ich dann programmiere, ist es natürlich nicht so wichtig. Dann will ich einfach nur wissen, okay, das ist hier eine Webseite, die hat eine Abhängigkeit auf jQuery. Versionsnummer sind jetzt nicht wichtig in dem Fall. Also man würde sowieso nicht in einem Projekt, also idealerweise benutzt man in einem Projekt nicht zwei verschiedene Versionen von jQuery. Das macht nur Ärger. Danke, Aber Sven fragt. ja. Entschuldigung. Ja, mach, mach. Sven fragt nach, sollte es nicht idealerweise so sein, dass man nur jQuery-Plugins übergibt, da ja nur von diesem einen Funktionsaufruf stattfindet? Ja, klar, das könnte man machen, wenn man komplett auf jQuery setzt, ne? Aber wir setzen ja jetzt nicht nur auf jQuery, wir haben ja jetzt zum Beispiel auch noch Knockout. Und Knockout hat ja gar nichts mit jQuery zu tun. Wir kombinieren ja zwei Frameworks und das ist halt die Sache. Mit so einem Modulloader kann man verschiedene Frameworks miteinander kombinieren. In dem Fall zum Beispiel jQuery, welches bereits das AMD-Format intern umsetzt. Also alle großen Frameworks von Rang und Namen haben diesen Define-Befehl bereits in sich und sind sofort auf Anhieb AMD-kompatibel. Und dieses AMD ist tatsächlich der Klebstoff für alles. jQuery-Plugins ist ein älteres Prinzip, die nicht so richtig zusammenpassen mit dem AMD-Format. Deswegen zum Beispiel schreibe ich solche jQuery-Plugins ummantle ich die mit einer AMD-Spezifikation. Also hier so ein ganz minimales Plugin. Das ist jetzt quasi das kleinste Plugin der Welt, das kleinste jQuery-Plugin der Welt. Das gibt nochmal explizit an, dass es eine Abhängigkeit hat auf jQuery, eine Abhängigkeit auf ein anderes jQuery-Plugin und eine Abhängigkeit auf ein weiteres jQuery-Plugin. Und das Ganze kombiniert es zu einem einzigen Befehl. Also das Ganze ist kein Ja oder Nein, sondern das AMD-Format ummantelt alles, ist der notwendige Klebstoff. Aber Plugins sind weiterhin wie Plugins zu schreiben, nur dass ich sie halt in einen Define-Befehl umschließe. Es gibt auch bereits viele jQuery-Plugin-Autoren, die das bereits so tun. Natürlich nicht alle, aber die Entwicklung geht klar dahin, dass die meisten größeren jQuery-Plugins bereits jetzt AMD-kompatibel sind. Das ist halt alles auch noch im Fluss. Ist natürlich nicht alles perfekt auf der Welt gleich von Anfang an. Was Sie jetzt hier sehen, ist das fertige Beispiel, wo wir nur noch zwei Skripte reinladen, das Require Framework und die Require-Config-Datei. Und dann habe ich eine Webseite, wo ich tatsächlich nur noch die Index-Page anfordere, denn die Webseite hier, die muss ja nicht alles wissen, die muss nur wissen, ich brauche etwas, was mir meinen Inhalt rendert. Und dann geht der Abhängigkeitsbaum los. Wir schauen uns das an. Ich habe dann also diese Index-Datei und die wiederum sagt, naja, ich habe also eine Abhängigkeit auf jQuery, auf Knockout und auf dieses View-Model. Und dann schauen wir in das View-Model rein. Und dieses View-Model hat anscheinend wieder Abhängigkeiten auf weitere Frameworks und Funktionen.
So baut man einen Baum auf mit Abhängigkeiten und nur das, was tatsächlich benötigt wird, wird dann auch tatsächlich zur Laufzeit geladen. So. Das wäre quasi das Allerwichtigste beim Softwareentwickeln, dass man diese Abhängigkeiten sichtbar macht. Und jetzt mache ich mal eine kleine Umfrage und frage Sie, das liegt jetzt an Ihnen, weil wir nämlich mit der Zeit fertig sind, könnten wir jetzt 10 Minuten noch ranhängen und ich zeige das letzte Pattern. Dazu müssen Sie aber ja sagen und wenn Sie sagen, nö, das lese ich lieber nach, dann sagen Sie bitte nein. Beschweren sich alle, wie du siehst. Alle wollen heim. Also ich sehe ja, reinhängen, ranhängen, ja. Oh, doch nicht. Ja, nee, Also andersrum. mehr. Genau, das müssen Sie verstehen, liebe Zuhörer. Das letzte Mal hatte ich nämlich ein kostenloses Webinar gemacht und es gab tatsächlich Leute, die waren enttäuscht, dass sie wahrscheinlich Termine danach hatten und deswegen ich ein bisschen überzogen habe. Deswegen frage ich jetzt freundlich nach. Und alle sagen ja, das freut mich. Dann lassen Sie uns doch die letzte Abhängigkeit wegmachen. Und zwar, es ist ja völlig einfach zu sagen, okay, ich habe hier eine Methode, die heißt init. Ah, ich freue mich. Ich mag das. Die Zuhörer sind dabei, die wollen mehr. Das ist richtig schön. Die letzte Abhängigkeit, also das ist ja ziemlich einfach, eine Abhängigkeit zu haben, die man so sehen kann mit Methodenaufruf. Ne? Also ich habe die Abhängigkeit auf das Modul IndexPage und da rufe ich die Methode init auf. Das ist ja keine große Kunst. So, jetzt gibt es aber auch Abhängigkeiten, die gar nicht notwendig sind. Und das nenne ich jetzt mal eine Abhängigkeit auf eine zeitliche Sache. Also irgendwas ist passiert und jetzt soll irgendwas kommen. Zum Beispiel haben wir hier was ganz, ganz Ekliges. Weil ich halt die Frameworks jQuery und Knockout miteinander kombiniere, ist es halt so, dass meine jQuery-Plugins manchmal nicht mehr laufen. Sie laufen zum Anfang einmal durch, aber beim zweiten Mal, wenn nämlich Knockout fertig ist, dann sind die jQuery-Plugins quasi nicht mehr angewendet. Also Knockout rendert intern ständig den DOM neu. Und damit sind die jQuery-Plugins auf einmal nutzlos geworden. Das sieht man hier. Während Knockout sich um diese Listenansicht hier kümmert, das ist nämlich die Aufgabe dieses Moduls IndexPage, gibt es einen anderen Code, der nur die eine Aufgabe hat, und zwar diese Refresh-Page-Geschichte. Und die sorgt dafür, Refresh-Page. Die sorgt dafür, dass auf einmal lustige Post-its draus werden. So, und das sind Abhängigkeiten, die gar nicht notwendig sind. Weil wir sehen ja gerade, dass die Indexseite funktioniert ja auch ohne. Sie sieht nur hässlich aus. Was tatsächlich eine Abhängigkeit war, war die zeitliche Reihenfolge voneinander. Oder besser gesagt, eine Aktion ist geschehen, ein Event ist passiert. Und zwar das Event war, Daten wurden vom Server geladen, Knockout war fertig mit Rendern. Und eventuell interessiert das jemanden oder eventuell auch nicht. Und damit lässt sich nochmal richtig felsenfester Code erzeugen, indem wir nämlich dieses eklige Refresh-Page wegmachen und zum Beispiel uns ein Modul definieren, das zum Beispiel nur die Aufgabe hat, Statusmeldungen durch die Applikation zu schicken. Das nenne ich jetzt mal Global Event. Das macht überhaupt nichts, das können Sie sich nachher in Ruhe anschauen. Das macht eigentlich nichts anderes, außer ein jQuery-Event zu nehmen und es ein bisschen hübsch zu verpacken. Übrigens, Events in jQuery waren Teil des letzten Webinars zu jQuery. Also gibt es auf YouTube, kann man sich nochmal im Detail anschauen, wie Events funktionieren. Wichtig ist jetzt einfach nur, wir haben ein Event, aber wir haben es nicht als Event programmiert. Wir haben hier einen blöden Methodenaufruf. Das ist doof. Was ich lieber hätte, wäre es nämlich, dass ich einfach nur irgendwie jemanden sage, hey, da ist was passiert. Nennen wir es doch Ganze zum Beispiel vor dem Datenladen. Habe ich ein Event, das nennt sich Load Data. Ich könnte es auch sagen, Before Data Load, wie auch immer. Ich habe es jetzt so genannt wie die Methode. Und dann habe ich ein weiteres Event, wenn die Daten endlich angekommen und jQuery oder besser gesagt Knockout fertig war. Oder besser gesagt, wenn die Daten angekommen sind. Dann kann ich auch sowas schreiben hier. Done. Global Event Trigger Data Loaded. So. Und das Schöne dabei ist, ich habe dann gar keine Abhängigkeit mehr auf dieses Plugin, dieses hässliche Refresh Page, sondern die Applikation braucht sich darum nicht zu scheren. Sie sagt einfach nur Daten, ich werde Daten laden und hey, Daten wurden geladen. Probieren wir das Ganze mal aus. Alles wie bisher. Keiner interessiert sich dafür. So, und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist dafür zu sorgen, dass sich jemand dafür interessiert.
In dem Fall zum Beispiel nehmen wir eines dieser Plugins, das ich vorhin gezeigt hatte, dieses jQuery-Plugin, und bauen es doch einfach mal so auf, dass es ebenso eine Abhängigkeit hat auf dieses Global Events. Dasselbe, was wir eben hatten zum Senden einer Statusmeldung, hallo, ich habe Daten fertig geladen, das können wir natürlich auf der anderen Seite auch wieder empfangen. Und dann sagen wir doch einfach, wir haben ja eine Abhängigkeit auf das Modul Global Events. So. Ja, und dann geht das Ganze ganz einfach. Ich sage einfach Global Events bind data loaded von eben. So, das bedeutet, dieses jQuery-Plugins.js ist absolut in keiner Weise mit dem anderen verknüpft. Sie funktionieren beide unabhängig voneinander. Sie sind quasi komplett voneinander entkoppelt, aber das Schöne dabei ist, der Quelltext funktioniert immer noch. Ich ersehe erneut Post-its und das geht natürlich weiter. Jetzt habe ich einfach nur Statusmeldungen gemacht, um zu sagen, Daten wurden geladen. Das geht doch zum Beispiel auch, dass ich mich mit einem weiteren Plugin, das vorher noch gar nicht angedacht war, aber später hinzukommt. Zum Beispiel, ich möchte einen Ladebalken anzeigen. Das machen wir doch einfach mal schnell. Und dann sind wir auch durch. Wir machen die Applikation mal ein bisschen langsamer. Get all, indem wir jetzt mal schreiben, Thread Sleep. So, was wollen wir warten? 2 Sekunden, das ist lang genug. Durchkompiliert. Wenn wir jetzt auf die Daten hier zugreifen wollen, ist das mitunter ziemlich langsam. Wir müssen warten und warten und warten, dann kommen die Daten. Jetzt wollen wir dem User doch einfach mal zeigen, hey, Text zum Beispiel oder eine Ladeanimation, damit er weiß, dass da was passiert. Und das Schöne dabei ist, durch den modularen Code müssen wir ja überhaupt nicht unser ViewModel ändern. Das ViewModel hat die Aufgabe, Single Responsibility Prinzip, die Daten in Listenform anzuzeigen. Der kleine Post-it-Plugin ist dafür da, die kleinen Post-its bunt einzufärben. Und jetzt haben wir ein weiteres Modul, das übrigens ein jQuery-Plugin ist. Also das kann man mixen, wie man möchte. Das ist die sogenannte Loading-Indikator-Sache. Und das bindet sich auf die beiden Events, die ich vorhin gemacht habe. Das bindet sich auf das Event Load Data, wenn Daten geladen werden sollen. In dem Fall soll die Ladeanzeige kommen. Und wenn dann die Daten geladen wurden, dann soll die Ladeanzeige wieder weggehen. So. Und jetzt zeige ich Ihnen noch einen kleinen Trick. Für Module, die immer bereitstehen sollen, egal was ist, gibt es noch diese Angabe DEPS. jQuery Loading Indikator. Und das sorgt dafür, dass diese Abhängigkeit immer reingeladen wird. Das ist vor allem ganz gut bei Plugins, die zum Beispiel auf sowas Globales warten, auf so ein Event zum Beispiel. Es können auch Plugins sein, die zum Beispiel Funktionalitäten nachrüsten, zum Beispiel Podifills. Sowas kann man in diesen Depths ganz gut angeben. Da muss man sich dann nicht im Code drum kümmern. So, also wie Sie haben ja gesehen, eben gab es keinen Ladeindikator. Ich habe nichts an den vorherigen Modulen geändert und trotzdem sehen Sie jetzt einen Ladebalken, der kommt, weil wir ein Event geworfen haben. Das ist mein letzter Tipp für modularen Code, die ganze Sache vor allen Dingen zu entkoppeln mit Events. Wenn Sie eine Eltern-Kind-Beziehung haben, dann natürlich eine Abhängigkeit hereinladen und zum Beispiel die Init-Methode aufrufen. Aber wenn zum Beispiel 2 Module einfach nur Statusmeldungen brauchen, dann empfehle ich zum Beispiel sowas wie ein globales Event. Das kann man auf andere Weise schreiben und schlagen Sie mich nicht, dass dieses globale Event-Pattern skaliert nicht ewig. Aber für den ersten Wurf ist das eine sehr, sehr gute Lösung, um den Code richtig sehr voneinander zu entkoppeln. Genau. Damit wären wir schon fast am Ende des Webinars oder wir sind am Ende des Webinars. Ich möchte auf jeden Fall beim nächsten Mal weitermachen, weil wenn Sie sagen, oh, das war richtig toll und sag uns mehr, Johannes, dann sehen wir uns am 2.10. wieder. Oder besser gesagt, wir sehen uns gleich in 2 Wochen und in einer Woche wieder. Am 26.09. geht es nämlich um jQuery, Plugins, Unit-Testing, alles zusammen und vor allem mit Jasmine. Also es baut eigentlich auf das aus, was wir gerade gelernt haben. Modularer Code wird quasi dort vorausgesetzt. Und
ganz ins Detail und richtig in die Tiefe gehen wir auch nochmal zu Modulloadern am 2.10., also danach. Dort ist wieder ein zweiter Teil eines Webinars. Da geht es vor allen Dingen darum, das Ganze zu automatisieren, zum Beispiel mit einem Testrunner auszuführen und zum Beispiel Require.js mit anderen Modulloadern zu kombinieren. Oder zum Beispiel, und das ist echt cool, Skripte automatisch aus dem Internet runterzuladen. Und das war ja auch vorhin eine Frage, und zwar in der neuesten und richtigen Version. Einfach einen Befehlausruf ausführen und zack ist die richtige Version von jQuery da. Oder immer die neueste. All das geht mit modularem Code und das werde ich ihm am 2.10. erzählen. Und direkt nächste Woche zeige ich Ihnen, wie Sie jQuery-Plugins entwickeln, diese Unit testen und vor allen Dingen, wie man dabei Mobile First entwickelt.